Und damit herzlich willkommen, liebe GTA-Freunde, zu einem neuen Bro-Video, zu unserem kleinen Community-Special. Mit am Start ist der gute Denato. Moin. Zumindest direkt mit dem Teamspeak und wie wir gerade gehört haben, in-game ist er auch ein bisschen mit dabei. Und außerdem ist mit am Start natürlich der gute Cykrim, aka Markus, SD Vite und der Elmar, der es jetzt leider nicht mit ins Rennen geschafft hat, vermutlich aufgrund von Verbindungsschwierigkeiten. Und ja, dann wollen wir doch direkt mal starten. Du hast es mal wieder nicht geschafft, einen Superstart hinzulegen, ne? Nee. Aber ich. Mach nichts. Trotzdem. Werde ich das Ding hier gewinnen. Ja, meinst du? Ja. Okay, alles klar, bin ich mal gespannt. Und wer profitiert mal wieder davon? Dreimal darfst du raten. Einmal darfst du raten. Es ist immer so. Naja, ich bin aber noch dicht hinter ihm. Betonung ist auf noch. Denn das Tempo, was er wieder vorlegt. Kann ich vielleicht gerade so mithalten. Welche Position bist du? Letzter. Alles klar, ist Runde 2 von 5. Alter. Aber ich bin auf jeden Fall noch an ihn dran. Ja, wir sind alle relativ eng beisammen. Also wir sind jetzt auch nicht ultra weit weg von heute. Okay. Ein Fehler und wir haben heute. Ja. Alter, ich schaffe es aber auch nicht ranzukommen, ne? So immer ungefähr den gleichen Abstand. Fuck, Alter. Warum hast du bloß 5 Runden gemacht, ey? Weiß ich auch nicht, ey. Weil ich es in 5 Runden vielleicht schaffen kann, ihn zu kriegen. Also was mich ja wundert, ist, dass Michael da ist. Ja, ne? Mit Michael hat irgendwie unter der Woche nochmal ein bisschen gespielt, so eine halbe Stunde oder sowas. Und da, also, der hat sich eigentlich schon angekündigt gehabt, so. Aber naja, irgendwas kann immer dazwischen kommen. Bestimmt eine spontane Sexorgie oder sowas. Verbunden mit Drogen, Alkohol. So wie wir den Michael kennen, ne? Ja. Ja. Boah, aber eigentlich spielt er dabei dann trotzdem GTA. Ja. Alter, ich dachte, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier, ey. Zwischen uns beiden. Ja, mir auch hier. Um den letzten Platz. Okay, wir crashen aber beide. Immer wenn ich dran bin. Wir sind beide gecrashed. Okay, Runde 4 von 5. Er ist genau hinter mir. Okay, jetzt habe ich einen kleinen Vorsprung. Ich glaub's nicht. Oh nein, und hier fährt ein Auto in mich rein. Ich glaub's nicht. Und er zieht an mir vorbei. Okay, rein in den Windschatten. Aber krass, dass ich... Oh nein. Ich bremse extra, Ich habe ihn aus Versehen nicht gerammt, sodass er sich gedreht hat. Und dann war ich aber so fair. Und bin kurz stehen geblieben. Ich will ja nicht, dass es hinterher heißt, ne? Ich kann nur so gewinnen. Das letzte Rennen hast du ja perfekt. Ja, darum.
Das hat zwar auch kurz vor gecrashed, aber ich ja auch. Nein! Das hat Zeit gekostet. Okay, die letzte Runde. Okay, komm schon. Alter. Ich bin vorbei. Ja, die ganze Zeit. Ja? Wie soll oder wieder? YZD. Ich hab mir den Namen noch nicht gemerkt. Mist, ne? SD Weeds, glaube ich. Ja, irgendwie so. Okay. Komm schon, komm schon. Alter, jetzt fährt er aber auch hart hier. Ja, so muss er fahren. Keine Ahnung. Alter, die spawnen hier so ganz komisch jetzt, die Autos. Ja. So ein bisschen am Backen, ne? Aber volle. Okay, er ist auf jeden Fall scheinbar gecrashed. Ich hab's gar nicht richtig gesehen. Auf jeden Fall bin ich, glaube ich, auf Platz 1. Sieg! Jawohl, krass, ey. Ich hab's gar nicht irgendwie richtig mitgekriegt. Ich glaube, der ist irgendwie vor mir gecrashed. Ah. Ja. Irgendwie was war da auf jeden Fall los. So, okay. Platz 3 und 4. Yes. Immerhin Dritter. Alter, wir waren die ganze Zeit auch immer an der Hand dran. Sehr schön, ey. Alter, geil. 5 Runden waren ein bisschen übertrieben. Ja, findest du? Alter, Markus, in der Formkrise. Zwei Rennen in Folge. Sag ihn das mal. Zwei Rennen in Folge. Markus, wenn du hören kannst, wie der Putz sich gefreut, ey. Ich sag nur Wachablösung hier. Wachablösung. Wird hier gesagt. Wachablösung. Ach, Mensch. So, lass mal gleich auf links auch nochmal bremsen gehen. Elmar ist jetzt auch dabei, der guckt schon zu. Okay. Ich bin drauf. Bin noch nicht mal da, ey. Ach, auf zufälliges Rennen, ja? Mhm. Stimmt, das gibt's jetzt ja seit dem Update auch, ne? Dieses zufällige Rennen. Ist das nur für Rennen oder ist das auch für andere Jobs, die man da rein theoretisch machen kann? Wie jetzt zum Beispiel. Ich glaube, immer das. Oh, voll unprofessionell, wenn hier irgendjemand die ganze Zeit isst nebenbei. Ich habe keine Ahnung, ich kenne das jetzt nur von Rennen, weil ich halt so am meisten Rennen fahre. Ne? Das sieht man ja auch, wie gut ich die kann. Und da war es mal bei Rennen, aber ich kann mir vorstellen, wenn du vorher, was weiß ich, ey, irgendwas anderes gemacht hast, Team Deathmatch oder sowas, dass dann da oben halt zufälliges Team Deathmatch ist oder so. Ah, okay. Ich muss dich auf jeden Fall mal... Ja, er könnte es sofort sagen, auf jeden Fall. Ich muss dich mal gerade ganz, ganz kurz muten, da du ja sowieso der Einzige bist momentan im Ingame-Chat. Ist es doch eher anstrengend als alles andere. Boah, Alter, guck mal, was... Nee. Info bei gelernten Spielern ansehen. Blub, wo ist denn der gute Denado? Da bist du... Alter, wie viele? Wie geil ist das denn, bitteschön? Stumm. Okay. Ja, 14 von 16, ey. Das ist doch schon mal ein guter Start hier. Ja, Elmar Star tritt bei. Hoffentlich schafft er es diesmal. Ja, wenn der Tritt bei steht, schafft er es auf jeden Fall. Ja, okay. Also eigentlich. In der Regel wird dann sozusagen so lange gewartet. Wie sieht es mit eigenen Fahrzeugen aus? Steht nicht mit dabei? Aufholen ein, okay. Elmar hat das geschafft. Geiles Rennen. Elmar. Er ist raus. Ach nee, da unten. Tritt bei. Elmar. Schickt ihm ein bisschen Verbindungsqualität. Ja, genau. Oh nein, er ist raus. Ja, das ist schade. Auch schon beim letzten Mal hatte er das öfter mal Schwierigkeiten, ne? Naja, nicht an den Missionen teilzunehmen. So. Das ging eigentlich ganz gut. Stimmt, die Mission, das lief, ne? Aber so Rennen? Oh Gott. Nun gut. Oh nein. Nur der Blade, ne? Ja. Stinkefinger, Rock, Gruß, Wichser, Kusshand. Alles klar. Okay, ich hab mal einen Dusi auf mich gesetzt. Mehr nicht, Feigling. Ja, ich weiß. Ich wollte schon mein ganzes Geld nehmen, aber geht leider nicht. Boah, 450.000.
Alter, ätzend. Ich starte fast ganz vorne, ey. Es ist so scheiße, ne? Obwohl, geht, ich starte ziemlich in der Mitte. Ich habe bloß so viele Autos unter mir gesehen, dass ich dachte, ich bin ganz vorne, aber... Okay, einer bleibt mit Porsche halt stehen hier. Ah, du bist jetzt genau... Ich bin jetzt links neben dir. Ich schieb dich. Sauber. Okay, gut durchgekommen. Ja. Okay, ich komme aus dem Windschatten rechts. Okay, alles klar. Alter, hast du ihn gesehen? Ja, wirklich. Ist er gecrashed? Jawohl, er ist richtig gecrashed. Das ist so oft so. Ich komme rechts. Okay, ich bleib hinter euch. Rechts. Wo bist du? Ich bin direkt hinter euch. Okay. Ihr fahrt ja alle nebeneinander, das ist mir zu heiß, ey. Welcher bist du denn, welche Farbe? Ganz vorne, dieses helle Blau. Okay, fairer Zweikampf hier vorne zwischen uns beiden. Ich hoffe, das bleibt auch jetzt in der nächsten Kurve. Okay, siehst du jemanden von uns hinter dir? Oh, danke schön. Oh nein, dadurch habe ich einen Schwung gegeben. Boah, Alter, ey, die kommen jetzt alle. Okay. Oh ja, ich sehe es, hab's gut gesehen. Ganz rechts jetzt, ne? Nein. Oh nein. Ich wollte es gerade noch sagen, ey. Oh nein, ich war so gut dabei, ey. Ja, schade, ey. Oh nein, ey, ich bin jetzt auch voll gecrashed, ey. Soll ich jetzt Mitleid haben oder was? Nee, auf gar keinen Fall. Ich glaube, Markus ist Erster. Ja? Ja, ich glaube schon. Ja, er ist nämlich gerade auf jeden Fall an mir vorbeigeheizt. Jo, und ist er auch. Oh, ich bin nur noch auf Position 7. Kriege jetzt aber gerade Schwung von jemandem. Dankeschön. An der Stelle. Oh, SD Wietz ist gecrashed. An dem bin ich jetzt gerade vorbeigezogen. Er ist jetzt Siebter. Welche Farbe hat er? Rot hatte er. Oh, scheiße, das war ich. Was warst du? Du hast ihn gecrashed? Ja. Ja. Digga, er ist da so rumgekrochen. Sorry, Digga. Das war keine Absicht. Ah, scheiße. Ach so, wusstest du, dass du mit R1 eine Handbremse machst? Nee, auf keinen, wusste ich nicht. Ja, hat mich ja mir auch letztens erstmal erklärt. Mit R1? Ah, okay. Ja. Da hatten wir vor ewigen Folgen schon mal drüber gesprochen, ne? Ja. Stimmt. Ja, gut zu wissen, ey. Welcher Platz? Vierter. Okay, ich Achter, Vize Siebter. Wir nennen ihn SD. Ja, SD, genau. Vize klingt zu sehr nach Mieze. Fahren ihn vorbei. Ich bin auf 7. Ich bin immer noch 4. Hier so ein bisschen alleine vor mich hin. Die vor mir sind weit weg und die hinter mir sind anscheinend auch ein bisschen weiter weg. Okay. Wobei ich jetzt so ein bisschen Anschluss nach vorne kriege. Scheiße, ey. Ich bin gecrashed. Aber wenn man da so mittendrin ist, Alter, das ist so hardcore. Ja, das ist echt schwer, ey. Ihr seid echt schon alle weit weg, ey. Ah ja, aber es sind noch 2 Runden oder so, ne? Nee, ist die letzte. War, glaube ich, nur 2 Runden. Nee, 4 oder 5. Echt? Hat er das so eingestellt? Ja. Okay, dann ist auf jeden Fall noch einiges drin. Ich meine das zumindest. Okay, Markus ist noch auf... Weiß ich nicht. Markus ist noch auf Platz 1. Ist ganz vorne, korrekt. Halt die auf, Markus, halt sie auf. Bremst sie aus. Ich komme. Jawohl, einer hat sich gedreht. Das war nicht Markus. Sehr gut.
Okay. Nein. Jawohl, dankeschön, dankeschön. Welche Farbe hat Markus, weißt du das noch? Nee, leider nicht. Oh ja, doch, stimmt, Runde 4 von 4, klar, natürlich. Ich bin Fisch. Okay, ich weiß, wer Markus ist, alles klar. Welche Position bist du? Dritter. Also ich war gerade kurz Erster, aber die sind aus dem Windschatten gekommen. Okay. Ich bin Fünfter. Wieder Sechster. Und ich habe die Markierung verpasst. Oh nein, Digga. Ist das bitter, Alter. Weil ich Markus nicht crashen wollte. Okay. Ach, ficken, Alter. Ganzes Rennen versaut, ey. Ja, wegen einem so einem dummen Fehler. Position 6. Oder was? Welche Position bist du? 9. Nein. Ja doch, Digga, sonst würde ich es nicht sagen. Finster. Shit, ey. Schade. Hoffentlich gewinnt Markus das Ding jetzt wenigstens. Ja. Jawohl. Nein, hat er nicht. Scheiße. Nein, er ist nur Zweiter geworden. Stimmt. Ich bin Vierter geworden. Ja, schade, ey. So hart wird man dann bestraft, ne? Im einen Moment ist noch alles möglich und dann auf einmal, batzt die, bist du nur noch Achter oder Neunter. Bist du Neunter geworden? Keine Ahnung. Ist mir auch scheißegal, Digga. Fuck it, Alter. Dann warten wir mal noch ab, bis die letzten beiden hier ins Ziel fahren. Oh, da crasht er nochmal kurz vor Schluss. Nun gut, liebe Leute. Dann würde ich sagen, war das Part 1 von unserem Community Special. Da wird auf jeden Fall noch sehr, sehr viel folgen. Und ja, schaltet auf jeden Fall auch die nächste Folge wieder ein, wenn es heißt Let's Play GTA Online zusammen mit Boots und Donato. Macht's gut, ciao, ciao. Haut rein, Leute. Bis dann, ciao.